Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute geht es ums Thema flexibel sein, Flexibilität. Wahrscheinlich werden wir kaum so gefordert wie momentan, möglichst uns leicht und flexibel auf aktuelle Themen einzustellen, locker zu bleiben und trotzdem unseren Kurs zu halten. Denn Klarheit und Flexibilität, die schließen sich ja nicht aus. Ich kann eben beweglich, flexibel sein, aber deswegen bin ich ja nicht wankelmütig, wenn ich klar weiß, okay, wo ist mein Fokus? Und heute schauen wir uns eben diese innere Flexibilität an, die man natürlich dann auch im Körperlichen auf die Gelenke, Schultergürtel, Hals, Nacken auch noch einmal umlegen kann. Das heißt, wir werden mit einer körperlichen Entspannung beginnen und dann wirklich so ins Innere, ins Energetische, in deine innere Flexibilität reinschauen. Dass du quasi möglichst locker, möglichst leicht deine Ziele verfolgen kannst, aber eben dich nicht irgendwo einkrampfst, irgendwo verspannst, sondern wenn einmal was nicht so läuft, dann locker drüber gehen kannst und natürlich auch immer eine gewisse Stressresilienz aufbaust. Die, denke ich, brauchen wir auch alle. Okay, dann legen wir mal los. Schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir mal ganz ins Hier und Jetzt, in deine Gegenwart anzukommen. Erlaube dir mal ganz in deine Gegenwart anzukommen. Dein Kopf, der vielleicht noch viele Gedanken jetzt herumkreisen lässt, darf sich jetzt auch entspannen und ruhiger werden. Alle Gedanken, die dich jetzt noch ablenken, fließen ab. Und du spürst, dass du ruhiger und sicherer wirst. Du erlaubst dir jetzt auch, dass sich dein Körper entspannt. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass in jedes Gelenk, das verspannt ist, auch so die einzelnen Wirbeln kannst du als Gelenke betrachten, dass da in jedes Gelenk die Energie einfließen darf, die du benötigst, dass du weich, flexibel und beweglich bist. Also stell dir mal vor, in deine Schultergelenke fließt Weichheit und Flexibilität ein. Also genau die Frequenzen, die du benötigst, dass du entspannen kannst, dass deine Gelenke sich geschmeidig anfühlen und natürlich auch keine Probleme machen. Auch in deine Halswirbelsäule fließt jetzt mal Entspannung ein, beziehungsweise die Frequenzen, die alle Gelenke und die Muskeln brauchen, dass sich deine Halsgegend entspannt. Und nun erlaubst du auch, dass diese Entspannungsfrequenz auch in deinen Brustkasten fließt. Auch so alle Rippen entspannen sich, das Zwerchfell entspannt sich. Die ganze Muskulatur entspannt sich und wird wieder flexibler. Dein Beckenboden entspannt sich, wird flexibler. Deine Hüfte,
dein Kreuz, deine Knie und natürlich auch die Fußgelenke. Stell dir mal als Bild so ein Kleinkind vor, das so ganz flexibel ist, auch wenn es hinfällt, dass sich nicht wehtut, weil alles irgendwie ganz weich ist, weil es noch voller Vertrauen fällt. Und dieses Vertrauen fließt jetzt in deinen Körper ein. Sämtliche Anspannungen lösen sich jetzt. Und dein Körper wird weich und flexibel. Und du kannst ja auch mal probieren, während dieser Übung einfach mal so dich durchzustrecken oder die Schultern zu kreisen, die Hüfte ein bisschen zu bewegen und einfach mal schauen und nachspüren, wie du weicher und entspannter wirst, wie du dich in Einheit und voller Vertrauen mit der Lebensenergie bewegst. Sehr gut. Und in dieser Flexibilität, in dieser körperlichen Flexibilität wird nun auch gleichzeitig Raum geschaffen für innere Flexibilität. Dinge, wo du dich zu sehr reinkrampfst, reinsteigerst, wo du dich vielleicht ärgerst oder stresst, wo du dir Sorgen machst, dürfen jetzt von dir abfallen und du spürst, dass in dieser Weichheit und Flexibilität du jetzt bereit bist, Kontakt mit deinem inneren Kind, mit deinem Wesen aufzunehmen. Mit dem Zentrum, das für Leichtigkeit, Lebenslust und Lebensfreude verantwortlich ist. Und du spürst einen tiefen Frieden, eine tiefe Zufriedenheit. Erlaube dir auch jegliche Anspannung, jeglichen Druck, den du auf deinem Nabelchakra hast, abfließen zu lassen. Da kommt jetzt Verständnis und Rückhalt und Liebe zu dir. Und jeglicher Druck, der auf deinem Nabelchakra ist, jeglicher Stress, darf sich jetzt lösen. Und du spürst, wie du klarer wirst, stabiler und voller Sicherheit und Vertrauen. Spüre jetzt mal dass innerer Stress nachlässt und spüre mal, dass du dir auch erlaubst, Druck und Verspannung auf deiner seelisch-energetischen Ebene abfließen zu lassen. Denn dieser Druck und diese Verspannung machen dich natürlich rigide. Und du erlaubst dir jetzt, diese Anspannung loszulassen.
Und in diesem Loslassen schaffst du noch mehr Freiraum. Und dieser Freiraum ist jetzt für Inspiration und frische Energie reserviert. Dieser Freiraum ist für Inspiration und frische Energie reserviert. Und spüre jetzt, wie sich diese Inspiration und diese neue, frische Energie sich in dir manifestiert. Spüre jetzt das alte, gespeicherte Druckmuster, alte gespeicherte Anspannungen sich jetzt lösen dürfen. Fast so, als würdest du einen Boden bei dir zu Hause schrubben, wird jetzt in deinem Inneren die Anspannung, die alte Energie losgelöst, runtergeschrubbt. Und du spürst, wie du freier wirst und entspannst noch etwas mehr. Dein Beckenbereich füllt sich jetzt mit einer dunkelgrünen Energie. Es ist ein angenehmes, sattes Grün. Und du spürst, dass es die Energie ist, die dich weiterbringt, die dich nicht in irgendwelchen Zukunftsängsten oder Zweifeln verharren lässt, sondern eine Energie, die dich Schritt für Schritt auf deinem Lebensziel weiterträgt, die sich nicht abbaut, die nicht weniger wird, sondern die dir die Kraft und die Beständigkeit gibt, dass du absolut die Dinge, die in deinem Fokus liegen, die Dinge, die dir entsprechen, umsetzen kannst, ohne dich von Umständen, von Äußerlichkeiten, von Kleinigkeiten abbringen zu lassen, ohne dich zu verspannen. Du tauchst jetzt einfach in diese dunkelgrüne Energie ein und erlaubst dir, dass sich diese über deine Wirbelsäule, in die Schultern, in deine Hüfte, deine Beine ausbreitet. Und du spürst, wie diese Energie dir einen Schild macht, wie diese Energie dich abgrenzt von äußerlichen Stressfaktoren. Und nun kommt diese Energie eben auch in deiner Schultergegend, Halsgegend an, diese dunkelgrüne Energie, füllt auch deinen Kopfbereich. Und in deinem Kopf erwächst jetzt ein strahlendes, goldenes Licht. Deine Intuition. Und diese Intuition gepaart mit deiner Entspannung bringt dich wieder mit deiner kindlich leichten Grundenergie in Verbindung
Und so ist es dir gestattet, dein Leben flexibel, entspannt und freudvoll zu gestalten. Erlaube dir jetzt nochmal, deine tiefst sitzende Unsicherheit, deine tiefst sitzende Angst abfließen zu lassen. Ich lasse in dem Vertrauen los, dass es das Leben gut mit mir meint. Ich lasse in dem Vertrauen los, dass es das Leben gut mit mir meint. Du spürst nun, dass du in dir absolut ruhig und klar bist, dass dein Körper angenehm, flexibel und entspannt ist. Atme diese Energie jetzt dreimal tief ein. Fühl nochmal nach, spüre, wie du klar, entspannt und flexibel deinen Lebensweg weitergehst, wie dein Körper sich entspannt hat und dennoch voller Energie ist. Und dann bedank dich bei der geistigen Welt, bei deinen Helfern und Führern, die dich unterstützt haben während dieser Reise. Streck dich nochmal durch. Beweg deine Arme und Beine und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und öffne deine Augen. Du kannst jetzt noch ein bisschen nachfühlen, was sich getan hat. Ich bin gespannt, was du erlebt hast während dieser Meditation. Schreib es mir in die Kommentare rein. Lass mir bitte einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Ich freue mich über jedes Abo und natürlich jedes Kommentar. Und wenn du selber mal live einen Kurs, eine Meditation oder eine Einzelsitzung machen möchtest, dann schau einfach mal auf meine Homepage vorbei. Da sind alle Termine. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Erni. Tschüss.